Hallo, ich bin Mintu und ich wollte mich erstmal bei euch sehr herzlich dafür bedanken, für die vielen Kommentare, die ihr gepostet habt unter dem Film Tick Humor with Humor. Ich werde erstmal ein paar Kommentare durchlesen und ein paar Fragen beantworten, die in den Kommentaren gestellt wurden. Sehr viele Kommentare gab es, wie den von Christopher Daum, der schreibt: Sehr interessanter Mensch. Geil, wie er mit seiner Krankheit umgeht, hatte erst vergangenen Monat einen Trauerfall in der Familie mit derselben Krankheit. Bei ihm war der Zeitraum zwischen Diagnose und Todeszeitpunkt leider sehr gering. Ich finde es schön, dass diese Reportage viele Menschen erreicht, die entweder unter einer schweren Krankheit leiden oder Familienangehörige oder Freunde haben, die eine schwere Krankheit haben. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute und Erik könnt ihr auch erreichen, unter einem Kontaktformular in seinem Blog, den wir unten verlinken werden. Er freut sich immer auf Zuschriften von Menschen, denen es genauso geht wie ihm oder die auch eine schwere Krankheit haben. Deswegen würde ich nochmal solche Menschen ermutigen. Schreibt Erik, er freut sich über jede Zuschrift. So, Frage Nummer 2 von Space Cadet 1337. Er schreibt: Hab mal eine Reportage über unheilbare Tumore gesehen, die mit Methadon behandelt wurden und teilweise sogar verschwunden oder zumindest gestoppt wurden. Wäre eventuell eine Möglichkeit, das Ganze zu behandeln. Es gab sehr, sehr viele Kommentare, die dieses Thema angesprochen haben, dass Methadon das neue Wundermittel sein soll, um Tumore zu stoppen. Erik selber hat sich damit mehr beschäftigt als ich. Er hat natürlich alle Behandlungsmethoden, die er durchmacht und alle Medikamente, die er nimmt, nachrecherchiert und evaluiert. Und er selber nimmt medizinisches Marihuana, hat Methadon im Schrank stehen, aber nimmt es nicht regelmäßig. Zu den Gründen dazu kann ich nicht so viel sagen, das weiß Erik selber besser. Er hat darüber jetzt aufgrund der vielen Nachfragen unter dem Film einen sehr, sehr ausführlichen Blog-Eintrag geschrieben. Den werden wir ebenfalls in der Infobox unten verlinken. Hirntumor, der perfekte Zeitpunkt, um sich Gott zuzuwenden, gläubig zu werden und in Demut um Heilung zu bitten. Wunder, körperliche und seelische Heilung gibt es nur in der Kirche Jesu Christi, der orthodoxen Kirche. Dazu kann ich sagen, ich habe mit Erik über Religion gesprochen. Ich selber bin nicht religiös. Erik auch nicht. Er ist nicht religiös aufgewachsen und ist auch jetzt im Erwachsenenalter nicht religiös. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, was er sich vorstellt, was nach dem Tod passiert, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und er hat einfach gesagt, für ihn ist dann einfach Schicht im Schacht. Also nach dem Tod kommt da nichts, dann ist alles zu Ende. Die nächste Frage kommt von Comic Sans Lover. Ich finde, er kommt ziemlich arrogant rüber. Außerdem kommt mir sein Verhalten sehr verkrampft und erzwungen vor, als würde er es nur machen, um von den anderen beachtet zu werden oder um es den Menschen um sich herum einfacher zu machen. Ich wette, insgesamt nimmt er sich das selber nicht ab. Ich lebe übrigens selber mit einer schweren chronischen Krankheit und tue auch oft so, als würde es mir nichts ausmachen. Einfach, weil es einfacher ist. Ich glaube nicht, dass wir Erik unterstellen können, dass es ihm nichts ausmacht. Klar, die Krankheit ist scheiße und das sagt er auch. Aber er versucht einfach für sich das Beste draus rauszuholen und seine Zeit, die er noch hat, so gut wie möglich zu genießen. Ich glaube auch, er hat auch mal seine schwierigeren Momente, aber insgesamt habe ich schon den Eindruck gehabt, über die 2 Tage, die ich ihn begleitet habe, dass er ein extrem positiver Mensch ist, der sehr, sehr bewundernswert mit dieser Krankheit umgeht. So, ich glaube, das waren jetzt so ziemlich die Fragen, die mich zu dem Film erreicht haben. Wie gesagt, schreibt gerne Erik über seinen Blog. Der ist unten in der Infobox verlinkt und wir sehen uns.